zwei Linkshänder im dritten Viertelfinale. Beim ersten Erlangen Cup 2012. Aufschlag Tobias Quick hat in Tennenlohe bei Erlangen das Tischtennis gelernt, kam dann zur SGS Erlangen, zum TV 48 Erlangen und spielt jetzt bei der DJK Spielvereinigung Feldrich. Er spielt gegen den Jugendspieler Kenan Bergmann von TV Altdorf. Der war im letzten Jahr bayerischer Schülermeister in Koppel und, wenn ich mich richtig erinnere, auch bayerischer Schüler-Vizemeister. Hat, glaube ich, das Endspiel dann gegen Marcel Kutzner von TV Hildburgstein verloren. Der erste Satz geht an Kenan Bergmann.